Führung braucht Spiritualität. Mit dieser These bin ich unterwegs und befrage Unternehmer und Führungskräfte, die zu dem Thema was zu sagen haben. Heute habe ich die Ehre, zu Gast zu sein bei Michael Hetzer in Leutkirch im schönen Allgäu. Michael Hetzer ist Geschäftsführer von der Firma Elobau und hat eine ganz spannende Geschichte. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam im Dialog sind, Michael. Ich freue mich auch. Super, dass es geklappt hat. Ja, für die Zuschauer, die nicht wissen, was Elobau ist, was ist Elobau, was macht ihr, was machst du, was macht deine Firma, was ist euer Business? Also die Firma Elobau hat im Prinzip vier Geschäftsbereiche. Das ist Bedienelemente für den Off-Highway-Bereich, also für die Landmaschine, für den Flurförderer und die Baumaschine. Dann machen wir Sicherheitstechnik, Füllstandsmessung und Sensorik. Im Wesentlichen für den Maschinenbau, es gibt auch ein paar andere Branchen, die wir bedienen. Meine Firma ist es nicht mehr, das würde ich gleich berichtigen an der Stelle. Gerne. Ich habe das Unternehmen 2016 in eine Stiftung überführt. Das heißt, das Unternehmen gehört sich quasi selbst, das stimmt nicht ganz, es gehört eigentlich zu 99% einer gemeinnützigen Stiftung, also nicht einer, sondern einer neu geschaffenen, der Elobau-Stiftung, die sich in den Bereichen Umweltschutz, Bildung und Integration engagiert. Wir haben ja schon ein bisschen auch darüber gesprochen und ich habe es auch recherchiert über dich. Das war ein relativ komplexer Prozess, diese Umwandlung in die Stiftung. Vielleicht können wir danach auch noch was dazu sagen, auch zu deinen Beweggründen, warum du das so gemacht hast. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen vorher noch mal anfangen, bevor wir bei dem Stiftungsthema einsteigen. Du und Elobau, wie habt ihr zueinander gefunden? Also wie bist du quasi jetzt dort in diese Firma gekommen, wo du jetzt heute bist und eben sie auf diese Art führst, wie du sie heute führst? Also ich bin die Generation 2 des Unternehmens Elobau. Mein Vater hat das Unternehmen 1972 gegründet und ich bin relativ früh auch zu dem Unternehmen dazugestoßen sozusagen. Ich denke so 23, 24 Jahre alt, weil mein Vater der Meinung war, dass er nicht so lange leben wird. Und deswegen wollte er eigentlich, dass der Sohn relativ früh mit in das Unternehmen eintritt und dann auch Verantwortung übernimmt, sodass, wenn eben was passiert, dass dann das alles vorbereitet ist, dass das nicht dann über Nacht passieren muss. Das ist dann Gott sei Dank nicht so gekommen. Mein Vater ist schon etwas älter noch geworden, aber er hat das, und das muss man auch also zum einen für die Generation, die er war, also er war 1928 geboren, und es war ja die Gründergeneration, das sehr gut gemacht. Also er hat das Unternehmen zum einen schon mal in eine gewisse Eigenverantwortung auch geführt. Die Mitarbeiter hatten auch damals schon für die Zeit eine gewisse Eigenverantwortung. Sicherlich nicht das, was wir heute machen, da sind wir noch mal einen ganzen Schritt weiter gekommen, aber für die Zeit war es, denke ich, auch schon sehr innovativ. Zum einen und zum anderen, was auch für eine Gründergeneration nicht selbstverständlich ist, mit meinem Eintritt haben wir uns aufgeteilt. Also er hat einfach gesagt, ich bin für einen Bereich verantwortlich und du bist für diesen Bereich verantwortlich. Angefangen habe ich mit dem Vertrieb, der Klassiker, und zwar Vertrieb Ausland, und habe zum Beispiel dann auch so ein paar Töchter aufgebaut im Ausland oder auch die entsprechenden Mitarbeiter gesucht und gefunden. Da will ich gerne nochmal nachfragen. Das ist ja dann, wenn du sagst, Gründergeneration deines Vaters, und er war da im Grunde, wie ich das jetzt so höre, so ein Stück weit auch schon, wenn ich es jetzt mal innovativer oder weiter, dass er, oder ein Stück weit freier, was war so der Geist deines Vaters, dass er, oder wie hast du das erlebt, ja? So, dass er da dich schon so, ja, also mit mehr, viel mehr Freiheit versehen und eingebunden hat und auch das Unternehmen selbst, ja. Also nicht nur mich, sondern ich glaube einfach,
er hat halt auch vertraut. Und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Okay. Man muss einfach in die Mitarbeiter Vertrauen haben und dann kann man denen natürlich auch eine Verantwortung übertragen. Wenn man kein Vertrauen hat, dann muss man kontrollieren oder will man kontrollieren, weil man ja denkt, es könnte was falsch laufen, wenn ich es nicht kontrolliere. Das ist mal die Grundvoraussetzung, denke ich, dass man Vertrauen hat. Und das hat er schon gehabt, das hat er auch den Mitarbeitern gegeben. Wenn die es natürlich missbraucht haben, dann war es jetzt in seinem Fall auch ein bisschen verdorben, so das Verhältnis dann. Also dann hat es meistens auch nicht länger gehalten, sage ich mal. Dann hat er sich auch von solchen Leuten dann schon relativ schnell auch getrennt, weil er einfach da einen Vertrauensverlust dann erlebt hat. Und ich denke, das ist so der wesentliche Aspekt. Eigenverantwortung funktioniert nur mit Vertrauen. Okay. Das heißt, wo hat dein Vater das hergenommen? Also wo hat der, weißt du was darüber, wie ist er sozusagen zu dieser Person geworden oder gereift? Oder hast du da, habt ihr da das, was so? Nee, ich glaube, das ist einfach schon vielleicht auch, was für ein Menschenbild man auch hat und was man vielleicht auch erlebt hat, was einen geprägt hat. Und da hatte er eben auch so ein Menschenbild, was, ja. Das meint, der Mensch ist gut. Der Mensch ist gut, ja genau, dem kann man vertrauen. Genau. Kann man dem Menschen vertrauen. Genau. Und ich glaube, das hat sich ja auch bewahrheitet. Das hat sich auch bewahrheitet, genau. Selbst auch für eine Prophezeiung. Ja, genau. Ja, es ist auch, also ich glaube einfach auch, dass es sehr wichtig ist auch, also wir sind heute sicherlich nochmal mehrere Schritte weitergekommen in diesem Thema Eigenverantwortung. Ich glaube einfach, dass das auch wichtig ist, dass wir auch als Gesellschaft wieder zu mehr Eigenverantwortung finden. Und da gehört natürlich die Firma auch dazu. Ich meine, jeder Mitarbeiter ist zu Hause ja auch groß, organisiert sich selber, baut vielleicht ein Haus, kauft irgendwelche Dinge ein, vergleicht Preise und so weiter. Und deswegen kann man ihm schon da viele Dinge auch zutrauen, ja. Aber oft hat man so das Gefühl, sobald er das Fabriktor betritt, wird er unmündiges Kind, muss das tun, was man ihm anschafft und ja, nicht irgendwie noch drüber nachdenken oder eine Anmerkung machen, das ist gar nicht gewünscht. Bei uns ist das Gegenteil, bei uns ist es gewünscht, sehr gewünscht, dass, dass nur so kann ich Prozesse verbessern, nur so kann ich Probleme lösen. Wenn jetzt jeder das einfach macht, ohne drüber nachzudenken, machen wir es halt noch 10 Jahre falsch. Okay. Das heißt, du hast im Grunde, bist du ja dann in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen und hast quasi das mit der Muttermilch, sage ich jetzt mal, eingesogen, oder mit dem Vater war ja präsent. Wie hast du das erlebt, so als Kind in so einem Unternehmerhaushalt groß zu werden? Naja, also ich meine, da gibt es halt nicht unbedingt so das Privatleben, weil man eigentlich immer über die Firma in irgendeiner Form gesprochen hat, über irgendein Problem, über ein neues Produkt, über dass man jetzt jemanden sucht, wenn auch Personalsuche ist, Bewerber hat und so weiter. Also es war eigentlich ständig präsent. Also man hatte jetzt selten irgendwie so ganz abgeschaltet. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, und das ist auch das, was, wo ich mich auch als Kind dran erinnere, wir sind durchaus schon 3 Wochen in Urlaub gefahren. Und das in einer Zeit, wo es kein Mobiltelefon gab, wo es kein Laptop gab. Das heißt, er war einfach 3 Wochen nicht da. Und konnte jetzt eigentlich auch, er konnte vielleicht mal irgendwie am Festnetztelefon anrufen, hat er jetzt aber auch nicht wirklich gemacht. Was ja bis heute, wenn ich in Urlaubshotels bin, das finde ich manchmal auch sehr skurril, dass dann viele Leute schon morgens mit aufgeklappten Laptop da sitzen und irgendwelche E-Mails beantworten. Dann brauche ich eigentlich nicht in Urlaub fahren, weil dann kann ich nicht abschalten. Wenn ich jeden Tag dann doch alles noch mir anschaue und beantworte, dann ist die Erholung nicht gegeben. Brauche ich auch nicht wegfahren. Kann ich zu Hause bleiben. Okay, auch ein schönes Vorbild an der Stelle dann den Vater, wie man es machen kann.
Das, und vorhin, wir sind vorhin schon so ein bisschen eingestiegen, du bist ja dann so in diese, also jetzt nicht nur dadurch, dass du in der Familie warst, sondern dass du direkt auch ins Unternehmen eingestiegen bist, oder warst du vorher noch irgendwo anders, oder warst du... Nee, aufgrund der, das hatte ich ja schon gesagt, dass mein Vater der Meinung war, dass er vielleicht nicht so lange leben wird, muss er dann ganz schnell gehen. Genau, also war ich eben nach dem Studium dann schon gleich im Unternehmen, habe also keine anderen Unternehmen kennengelernt. Und war das dann für dich so, also ich sage jetzt mal, die Aufgaben, die du übernehmen musstest, war das für dich so, was du sagst, es war irgendwie so fremd? Oder sagst du, naja, eigentlich habe ich das irgendwie schon so ein implizites Wissen dazu gehabt. Ich wusste das irgendwie und eigentlich musste ich das gar nicht mehr so lernen. Oder wo sagst du, für dich war dein wichtigster Lernschritt oder dein wichtigster Lernengpass, wo du sagtest, da musstest du jetzt nochmal richtig ran, oder war das, ist das sozusagen, hat sich das organisch entwickelt? Ja, eher organisch entwickelt, aber auch, also ich hatte schon auch Lust darauf, das zu tun. Okay. Also sonst, die Frage habe ich schon gestellt bekommen, ob ich das überhaupt machen möchte. Ja. Und ich konnte mir das schon sehr gut vorstellen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber es war, glaube ich, schon das Richtige auch für mich. Also es macht mir ja bis heute auch Spaß zu arbeiten, und das ist, denke ich, auch ein wesentlicher oder sehr wichtig, wenn man sich einen Job sucht, dass er einem Spaß macht. Er muss einen befriedigen, er muss Freude machen, sonst ist man da auch nicht erfolgreich, oder kann man nicht erfolgreich sein, wenn man jetzt nur den Job wegen dem Geld macht oder wegen dem Ansehen oder irgendwas, irgendwelche Gründe, dann wird das nicht so ein Erfolgsmodell. Es muss einem Freude bereiten. Eigentlich. Ja. Das ist schon wesentlich, denke ich. Okay, also Freude ist auf jeden Fall, ich merke es an dir, Freude ist auf jeden Fall Teil dessen, was dich tagtäglich begleitet. Du hast also im Grunde auch jeden Tag, irgendwie gehst du noch gern her, gehst jeden Tag, bist gern hergegangen, oder meistens, sage ich jetzt mal. Oder es gibt ja, doch, das ist doch, doch. In der Regel komme ich schon sehr gerne noch her. Ja, das ist schon so. Wobei jetzt auch ein bisschen meine Rollen sich verändert haben. Jetzt habe ich wieder nochmal andere spannende Aufgaben, die mir auch extrem viel Spaß machen. Kommen wir vielleicht ja auch noch im Laufe des Gesprächs drauf. Genau. Der Kanal heißt ja, Führung braucht Spiritualität. Lass uns erstmal so ein bisschen über Führung reden. Was hältst du so im Thema Kontext Führung für wichtig? Wir haben ja auch schon gesagt, Vertrauen ist da eine wichtige Sache, Eigenverantwortung. Ja. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, das hat sich für dich so gezeigt, bewährt über dieses Learning by Doing im Laufe der Jahre? Also wichtig ist eben auch, dass die Führungskraft eigentlich so als Coach den Mitarbeiter führt, dass man ihn da unterstützt, wo er Unterstützung braucht und wo er die vielleicht auch anfordert, aber ihn sonst sehr frei laufen lässt und mit Sicherheit auch vielleicht auch mal einen Fehler machen lässt, weil sonst ist der Lernerfolg ja auch nicht da. Also wenn es natürlich fatal irgendwelche Dinge sind, sollte man ihn jetzt nicht darauf laufen oder an die Wand laufen lassen, das meine ich nicht damit, aber generell jetzt nicht alles gleich wieder sagen, ja, ich würde es so machen, ich würde es so machen, ich würde es so machen. Da muss man auch mal bereit sein zu sagen, ist eine andere Sichtweise, ist ein anderer Weg. Lass ihn einfach ausprobieren. Ja. Ich weiß es auch nicht, vielleicht ist er auch sogar besser wie der, den ich jetzt da gegangen wäre. Das ist, denke ich, wichtig. Und dass man eben auch zur Verfügung steht, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, da habe ich noch ein Defizit oder da kannst du mich da beraten oder wie würdest du das jetzt machen? So führe ich auch meine Mitarbeiter, die ich noch habe jetzt. Also wie gesagt, wir kommen ja noch drauf, was das bedeutet. Haben die Mitarbeiter, sind die proaktiv auf dich zugekommen? Haben die gesagt, ja, ich nutze sozusagen dieses Angebot dieses Coaches, der da eben Führungskraft, ja auch Chef ist? Oder wie war das hier? Na, wir begegnen uns da schon auf Augenhöhe. Also wir haben auch das funktioniert auch sehr gut inzwischen. Das ist ja immer so ein Gespräch, ne, wo wir, wenn wir einen schon fix haben oder so, dann
sind wir auf Augenhöhe und wir diskutieren halt auch natürlich Sachthemen, aber auch wenn jetzt irgendwelche Beratungsthemen sind, da beraten wir uns auch gegenseitig. Also auch ich kann mal sagen, du, hast du mal ein Ohr für mich, ich hätte jetzt hier eine Frage, bin da ein bisschen unschlüssig, was meinst du dazu? Also auch, auch so rum funktioniert es. Es geht gut. Beidseitig. Ja. Okay. Also, klingt so nach einem sehr ebenbürtigen Verhältnis, das ihr da. Okay, also das ist so, ja. Und auch nach einer quasi sehr flachen Hierarchie. Ja, also wir haben, also nicht so eine extrem ausgeprägte Hierarchie. Und wir, also egal welche Funktion, also die Funktion ist jetzt eigentlich mal nicht so wichtig. Klar ist natürlich, schwingt die Funktion irgendwo, auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter schwingt sie vielleicht auch noch mehr mit wie bei einem anderen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage des Alters. Manchmal auch, ne, wenn Leute schon 20, 30 Jahre bei uns sind und das auch in einer anderen Zeit erlebt haben, dann sind die vielleicht noch ein bisschen in der Begegnung anders wie jetzt junge Mitarbeiter, die da beobachte ich schon weniger ein Problem haben und jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh je, jetzt habe ich hier den Geschäftsführer sitzen, da muss ich jetzt irgendwie aufpassen, was ich sage, sondern die gehen da ganz offen damit um und das ist auch toll. Und unbefangen. Genau, und das ist eigentlich auch das, was wir eigentlich haben wollen, dass wir einfach uns als Menschen begegnen und nicht als Funktion begegnen. Weil es sind alles Menschen und klar gibt es vielleicht Funktionen, die irgendwas dann entscheiden können, aber unsere Philosophie ist sowieso, dass die Mitarbeiter da entscheiden, wo das Problem entsteht und nicht irgendwie eskalieren und dann im Worst Case die Geschäftsleitung entscheiden soll und eigentlich dafür von dem Thema gar keine Ahnung mehr hat, weil es einfach viel zu weit weg ist eigentlich auch von den Themen, die die Geschäftsleitung beschäftigt. Okay. Ja, hört sich an, also wäre das ganz fluffig, oder? So mit dem Führen von dem Unternehmen, von den Mitarbeitern gelaufen so in den Jahren so ganz ohne richtige Engpässe oder so. Doch, das funktioniert schon sehr gut, ja. Jetzt hast du ja, wir haben eingangs so gesprochen, hast ja unterschiedliche Rollen, ja, du bist ja in dem Fall ja nicht nur Führungskraft, der Mitarbeiter führt, sondern du bist ja im Grunde auch jemand, der ein Unternehmen führt. Jein. Oder bist sozusagen so eingestiegen? So eingestiegen, ja, genau. So, und dann hat sich das ja alles verändert. Da sprechen wir gleich drüber noch. Jetzt wollte ich so wissen, wie du sozusagen dich mit diesem Rollen, vielleicht Konflikt oder auch Rollenwechsel umgegangen bist. Ja, dass du eben tatsächlich Unternehmer bist, aber oder warst und dann eben auch Führungskraft. Oder hast du das, war das für dich sozusagen eine Sache, wo du sagst, ja, ich Unternehmer, als Unternehmer mache ich das Gleiche wie als Führungskraft? Oder hast du da für dich Unterschiede gemerkt oder hast du explizit sozusagen, bist du in andere Rollen eingetaucht? Ja, so. Ja gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein Unternehmer mehr bin. Ja. Ich unternehme immer noch Dinge. Also genau. da kommen wir vielleicht ja später auch nochmal drauf. Ja. Letzten Endes habe ich ja, also um es vielleicht ein bisschen aufzulösen, durch die Stiftungsgründung 2016 habe ich auch eine Holding gegründet, das hatten wir vorher auch nicht. Wir haben verschiedene Firmen, die schon im Verbund waren und die haben wir jetzt wirklich unter eine Holding gesetzt und die Holding eben dann zu 99% der gemeinnützigen Stiftung, der Edelbau Stiftung geschenkt und dann haben wir noch 1% in der Familienstiftung, die dann inverse Stimmrechte hat, also 1% Stimmrecht nur bei der gemeinnützigen Stiftung, weil die eigentlich die Personen, die dafür verantwortlich sind, die müssen das gemeinnützige System verstehen, die müssen Projekte in dem Bereich entwickeln können, die brauchen nicht die Kompetenzen, Unternehmen begleiten zu können oder zu müssen. Und dann haben wir den zweiten Kreis, der Familienstiftung mit dem Vorstand, der ist personenidentisch mit dem Beirat der Holding und da bin ich eben der Vorsitzende. Wir sind zu viert insgesamt, also ich habe 3 Kollegen und das ist also eine Rolle, die ich habe, also der Beiratsvorsitzende und aufgrund dieser Tatsache
bin ich aus der operativen Geschäftsführung ausgestiegen. Ich bin zwar auch noch einer von drei Geschäftsführern bei der Firma Elobau, aber nicht für operative Bereiche. Ich verantworte heute Finanz und Controlling, das Personal, die Ausbildung und das Thema Nachhaltigkeit, weil das uns auch ein sehr wichtiges Thema ist, und bin auch bei ein paar, wir haben so ein paar Unternehmen im Unternehmen gegründet, die auch in der Holding hängen, aber die eigentlich sehr selbstständig arbeiten. Mhm. Und da bin ich auch so ein bisschen wie ein Coach für diese Unternehmen unterwegs. Mhm. Operativ führt das Unternehmen meine, oder führen das Unternehmen meine beiden Kollegen. Mhm. Weil also sonst der Beiratsvorsitzende mit dem Beirat eine komische Nummer wäre. Ja? Wenn ich jetzt quasi alles mitentscheiden würde hier. Und manche Themen gehen ja auch an den Beirat als Bearingspartner oder auch als Entscheidungsgremium. Und dann wäre ich jetzt immer schon dabei gewesen, dann wäre das eine, also hätte der Beirat eigentlich keine so richtige Funktion. Würde sich dann zum Kaffee treffen oder so. Und dafür wären jetzt auch die Beiräte nicht sinnvoll eingesetzt. Ja, das, dafür hätten wir den Kreis gar nicht bilden müssen. Ja, spannend. Lass uns doch mal bei diesem, also jetzt, wir kommen ja mal wieder zu dem Stiftungsthema, ja. Lass uns doch gleich da irgendwie weitersprechen. Das war ja irgendwie auch ein ganz intensiver Prozess über mehrere Jahre, bis du sagen konntest, jetzt habe ich sozusagen diese Stiftung. Also vielleicht erstmal so die Frage, was hat dich so bewegt, das Unternehmen zu einer, also sozusagen zu verschenken. Ja, beziehungsweise eine Stiftungsstruktur runterzulegen, sagen wir es mal so, ja? Ja, also ich bin der Meinung, also jeder Unternehmer hat eine Verantwortung für sein Unternehmen und die Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind. Und deswegen braucht es eigentlich einen Plan für den Fall X, der jeden Tag eintreten kann. Also ich könnte jetzt morgen verunfallen, wäre nicht mehr da, oder ich könnte nicht mehr arbeiten können. Also muss ich irgendein Konstrukt haben, was dann auch noch funktioniert. Zunächst hatte ich mir, also, und dann muss man sich vielleicht noch die Frage stellen, ist ein Verkauf des Unternehmens für einen vorstellbar oder nicht? Also für mich war es eben nicht vorstellbar, so wie wir es aufgestellt haben, wollte ich das Unternehmen nicht verkaufen. Mhm. Von daher fiel diese Option weg. Mhm. Und dann bleibt eigentlich nicht so viel. Also man kann dann natürlich sagen, man wartet auf die nächste Generation, ob die das vielleicht machen möchte oder nicht. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, man wäre jetzt zu früh davon geschieden oder nicht mehr arbeitsfähig, dann funktioniert das Modell natürlich auch nicht. Und letzten Endes habe ich zunächst mal dann so ein Modell im Testament verankert, das ich, das Prinzip wie Bosch, der hatte das auch im Testament verankert, dass ich gesagt habe, wenn ich nicht mehr sein sollte, dann soll das Unternehmen in eine, also der Eigentümer des Unternehmens soll eine gemeinnützige Stiftung werden. Dann kam allerdings mein jüngerer Sohn noch ins Spiel, der damals 8 Jahre alt war, und aus dem Nichts heraus, wir hatten das Thema Nachfolge eigentlich überhaupt nicht diskutiert und vor den Kindern schon zweimal nicht diskutiert, der dann irgendwann aus dem Nichts heraus sagte, wenn sein Bruder, der 3 Jahre älter ist, das mal nicht machen will, dann muss ich das ja machen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum musst du das machen? Ja, es ist ein Familienunternehmen, das muss ja in der Familie bleiben. Dann dachte ich mir, okay, ein 8-Jähriger hat einen Rucksack auf, entscheidet vielleicht auch sein Studium nach diesem Kriterium, weil er denkt, es muss dann vielleicht so sein, und hätte aber vielleicht lieber ganz was anderes gemacht. Das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, ich mache dieses Stiftungsmodell nicht im Testament, sondern ich setze es einfach in die Tat um. Zu Lebzeiten sozusagen. Und als ich mich auf den Weg gemacht habe, das war 2010, dachte ich als Unternehmer und Macher, also ich bin dann auch jemand, der, wenn er eine Idee hat, das relativ zeitnah umsetzt, dass das ein Jahr später da ist.
Jetzt haben wir 6 Jahre gebraucht. Ja. Und wenn ich das im Voraus gewusst hätte, wäre es noch mehr ein Argument gewesen, das gleich zu tun, weil jetzt stellt man sich den Fall X vor, man stirbt jetzt zum Beispiel als Fall X, ja, und jetzt muss die Familie, die jetzt irgendwie vielleicht auch andere Gedanken und Sorgen hat, so ein Stiftungsmodell bauen, muss Personen finden, die im Vorstand sitzen, die im Beirat sitzen und so weiter. Das ist die denkbar schlechteste Zeit, das zu tun. Ja, ja. Und dazu noch, wenn es dann auch noch so lange dauert. Mein Bosch hat 21 Jahre gebraucht, also die waren noch langsamer aus dem Testament raus. Also insofern waren wir jetzt mit 6 Jahren schon schnell. Ja. In Anführungszeichen, also nicht wirklich schnell. Wir haben auch relativ viel Geld dafür ausgegeben in der Beratung. Und von daher war es eigentlich rückblickend genau das Richtige. Und ich kann berichten, es ist seit 2016 haben wir diese Situation. Und ich komme immer noch gerne zur Arbeit, obwohl mir die Firma nicht mehr gehört. Und das ist ja eigentlich der wesentliche Unterschied. Es ändert sich eigentlich für eine Person sehr viel. Für den Rest ist es ja eher eine zusätzliche Sicherheit. Weil der Unternehmer kann ja immer eines Morgens aufwachen und sagen, jetzt nehme ich halt doch eins von den Angeboten an. Also ich habe in der Regel mindestens ein Kaufangebot pro Monat bekommen von irgendwelchen Investoren oder irgendwelchen Beratern, die Investoren beauftragt haben, ein Unternehmen zu suchen, was passend ist für das Portfolio. Also da hätte man jeden Monat zuschlagen können, sozusagen. Ja, ja. Okay, verstehe ich das richtig, dass das Unternehmen, das gehört sich jetzt irgendwie sich selbst? Naja, also ich sage das gerne so, es ist aber natürlich formal nicht richtig, weil es gehört der Stiftung. Ja. Der Eigentümer ist die Stiftung, die gemeinnützige Stiftung, aber die wiederum also hat zum einen ja nicht ein Mitspracherecht, sondern sie bekommt als Eigentümer in unserem Fall 10% des Gewinns der Gruppe ausgeschüttet. Pro Jahr, wir können auch mehr ausschütten, aber wir wollten einfach ein Modell auch haben, wo eigentlich ähnlich funktioniert wie ein Familienunternehmen, weil da der Eigentümer in der Regel auch das Geld nicht aus dem Unternehmen rauszieht, was als Gewinn übrig bleibt, sondern das eben beiseite stellt, um zu investieren, um auch mal eine Krise zu durchleben, wie wir sie jetzt ja auch gerade wieder mal erleben. Das heißt, man sollte ja da auch ein bisschen eine Rücklage gebildet haben, sinnvollerweise. Und deswegen wollten wir jetzt in so einem neuen Modell nicht, dass wir alles Geld an die Stiftung ausschütten, weil bei einer gemeinnützigen Stiftung ist es eben dann auch so, dass das die Mittel nicht wieder zurückfließen können in das Unternehmen, sondern die gemeinnützige Stiftung bekommt das Geld, was wir ausschütten, und gibt das aus, muss es auch zeitnah ausgeben. Innerhalb von 2 Jahren sollte das Geld dann auch ausgegeben sein. In gemeinnützige Projekte natürlich. Aber nur um nochmal so ein anderes Bild für dieses Stiftungsmodell zu kriegen, das bedeutet im Grunde auch, dass das ist wie so ein, also wenn man sagt, das ist ein Baby von deinem Vater und von dir und das hat jetzt so seinen Erwachsenenstatus und steht jetzt für sich selbst und kann im Grunde sozusagen frei entscheiden und frei gesteuert werden, ohne dass jetzt Papa Michael noch sagen kann, so oder so. Im Grunde darf das für sich weiter existieren und wachsen, ist ja ganz unabhängig von dir. Ja, und das ist für meine Begriffe auch ein wesentlicher Aspekt. Also wir haben das ja vorher schon gestreift, das Thema Eigenverantwortung. Da sind wir tatsächlich auch dabei, dieses Thema Zusammenarbeit, was Verantwortung der Mitarbeiter weiter auszubauen, weil für mich das schon auch ein wesentlicher Aspekt ist, dass so ein Modell auch gelingt. Ich denke mal in einem Startup, wo wir, also ich bin ja auch in so einer Purpose-Bewegung, die jetzt eben sich dafür einsetzt, dass es ein anderes Modell in Deutschland mal gibt, dass man nicht Stiftungsmodelle braucht, die lange dauern und viel Geld kosten, sondern dass man wie eine GmbH-Gründung auch sagen kann, ich gründe ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das heißt auch so, so heißt auch die Überschrift.
da habe ich ja sowieso meistens so, dass die Hierarchien nicht da sind, dass ein Startup arbeitet einfach sehr eng miteinander auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass es aber auch in einem etablierten großen Unternehmen notwendig ist, um langfristig erfolgreich zu sein, weil es ja eben nicht mehr eine Leitfigur in dem Sinn gibt, auf die man schauen kann, sagen kann, was würde jetzt der Michael machen oder den fragen wir jetzt mal. Genau. Der soll jetzt mal entscheiden, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts, welchen Weg schlagen wir ein. Sondern sie müssen selber den Weg einschlagen und auch vielleicht merken, dass links die falsche Richtung war und dann umdrehen und rechts einschlagen. Das muss funktionieren, ohne dass jemand da ist, der das vorgibt. Zumal ja ich auch der Meinung bin, ab einer gewissen Größe des Unternehmens ist es sowieso nicht mehr sinnvoll, dass eine Person solche Entscheidungen trifft, weil sie einfach nicht mehr an dem Puls dran, so nah dran ist, dass die Entscheidung richtig gefällt werden kann. Ich kann man aus dem Bauch aus fällen. Also ich bin auch ein Freund von Entscheidungen, die intuitiv gefällt werden. Also da habe ich, glaube ich, auch eine gute Intuition. Man kann als Unternehmer, und ich meine, das ist auch was natürlich dann die Mitarbeitenden lernen müssen, eine unternehmerische Entscheidung kann ich ja nie zu 100% oder auch nicht zu 90% absichern. Es bleibt ein Restrisiko. Und manchmal ist das Restrisiko auch relativ hoch. Ja? Also dann muss ich einfach mal irgendwas entscheiden und schauen, ob es richtig ist. Und vielleicht hat dann aber auch, also nicht nur vielleicht, sondern dann auch dazu stehen und sagen, ja, es war jetzt einfach falsch. Wir haben die falsche Entscheidung genommen, wir gehen jetzt zurück. Aber wir haben es gemerkt. Und nicht dann weiterlaufen, nur um nicht das Gesicht zu verlieren, das muss man dann halt auch. Aber letzten Endes gehört auch zum Unternehmer dazu, dass er halt etwas unternimmt. Das sagt das Wort ja schon, genau. Ohne dass ich jetzt das abgesichert habe. Genau, also so die Absicherung funktioniert nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, ein unternehmerischer Wert wäre an der Stelle eben auch so eine Entscheidungsfreude mitzubringen. Ja. Genau, ja. Genau. Das gehört dazu. Ja, okay. Das heißt, ich höre immer, also es kommt so ganz klar oder stark rüber, dass du so ein richtiger Unternehmertyp bist, dass du gern Dinge unternimmst, dass du ein Macher bist, dass du willst, dass was vorwärts geht, am besten dann auch in einer kurzen Zeit, wegen ja. in einem Jahr und nicht in sechs. Genau. Also stimmt. Ich meine, da ist so ganz viel Schaffenskraft in dir und das heißt, mit der Firma Elobau, da hast du schon irgendwie auch was in die Welt entwickelt, was für sich auch so eine eigene Dynamik hat, ein eigenes Drehen, wo du gar nicht mehr so viel zu tun hast, sage ich jetzt mal. Wo setzt du jetzt am liebsten deine Kapazitäten ein, die da frei werden, also wo du so diesen Schaffensunternehmensdrang, wo zieht es dich dahin? Was? Ja, das sind tatsächlich verschiedene Dinge, die mich jetzt gerade auch begeistern und auch antreiben. Also zum einen natürlich nach wie vor das Thema Klimaschutz. Wir haben vor 10 Jahren das Unternehmen in die Klimaneutralität geführt. Das heißt, seit 10 Jahren kauft der Kunde, ohne dass er es möchte, von uns ein klimaneutrales Produkt. Es hat ihn jetzt, also unsere Kunden hat es bis letztes Jahr auch noch nicht so wirklich interessiert. Ein paar Einzelne schon, aber das Gros der Kunden eigentlich nicht. Die haben das jetzt bekommen, ohne es bestellt zu haben, sage ich jetzt mal. Inzwischen ist schon mehr Bewusstsein da und es erreichen uns auch immer mehr Anfragen zu diesem Thema. Und was ich auch feststelle, dass wir eben seit letztem Jahr sehr häufig, oder dass ich auch als Person sehr häufig angefragt wurde für irgendwelche Kongresse, um einen Vortrag zu halten. Wie kriegt man das hin? Was haben wir gemacht in den 10 Jahren? Wie kann es überhaupt erfolgreich sein, dass man nachhaltig ist und ein erfolgreiches Unternehmen führt? Das ist ja ein Paradoxon leider noch.
in der Schule schon, also Schulklassen fragen schon, wie kann das überhaupt sein, und BWL-Studenten fragen das auch. Also ich halte das nicht für ein Paradoxon, sondern es funktioniert natürlich, wir leben es ja auch. Und das treibt mich schon noch an, und da bin ich auch bereit dazu, das auch bei Vorträgen eben dann das vorzustellen. Und wir haben jetzt auch immer mehr Anfragen bekommen, können wir mal bei euch das anschauen, könnt ihr uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Und das haben wir zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, auch einen eigenen Geschäftszweig jetzt da zu eröffnen. Das war jetzt die Corona-Krise so ein bisschen dazwischen gekommen, weil natürlich jetzt Reisen und Beratung auch etwas stark eingeschränkt ist. Aber an dem wollen wir eigentlich schon festhalten, dass wir auch andere begleiten, die sich auf den Weg begeben wollen. Als Best Practice auch, um unser Wissen zu teilen, was wir gemacht haben, was vielleicht gut war. Manche Sachen, die wir gemacht haben, würden wir vielleicht auch heute anders machen, um das einfach auch dem, der sich auf den Weg begeben möchte, da zu unterstützen, dass er möglichst schnell auch zu dem Ziel klimaneutral kommt. Das ist mal ein Bereich, der mich antreibt. Wir haben, ich hatte es ja vorher schon erwähnt, wir haben auch Unternehmen im Unternehmen gegründet. Also zum Beispiel ein Unternehmen im Unternehmen ist unser Online-Shop, der auch als eigenständiges Unternehmen gegründet wurde und jetzt Mitte des Jahres online gehen wird. Und da war ich im Prinzip auch der Coach für den Mitarbeiter, der das aufgebaut hat. Also inzwischen ist es auch ein ganzes Team, aber wir haben einfach mit einem Mitarbeiter angefangen, und der hat das weitestgehend natürlich selber gemacht, aber da war ich schon so ein bisschen der Sparringspartner. Wir haben überlegt, was machen wir, wie machen wir das. Das ist ein Thema, was ich jetzt betreue auch. Und dann haben wir eben auch eine Vorentwicklung, die haben wir auch gänzlich ausgegründet. Die haben auch einen eigenen Namen sich gegeben und beschäftigen sich auch mit nicht nur neuen Produkten, sondern auch neuen Geschäftsmodellen der Zukunft. Es könnte jetzt auch ein fünftes Geschäftsfeld zum Beispiel bei uns dazukommen, und das eben alles unter unserem Fixstern oder unter unserem Claim Creating Sustainable Solutions. Das ist natürlich schon die Leitplanke, die gesetzt ist. Also wir können jetzt nicht irgendwie ein Produkt entwickeln, was dann der Rüstungsbereich kaufen würde, den wir generell ausgeschlossen haben als Kunden. Genauso Atomkraftwerke sind auch schon von jeher bei uns ausgeschlossen als möglicher Kunde. Okay, das heißt, mit du als Unternehmer hast im Grunde ja letztendlich mit deinen Mitarbeitern diese Ausrichtung, die habt ihr so klar definiert, eben nachhaltige Lösungen zu kreieren. Ja, das haben wir mit Mitarbeitern sogar, wir haben das mal vor vielen Jahren, haben wir mal an einem Samstag eingeladen, das war natürlich freiwillig, das sind glaube ich auch an die 100 Personen gekommen und haben mal überlegt, in so einem World-Café-Format, für was steht Edelbau? Genau. Was ist so die DNA? Genau. Und da haben wir das rausgearbeitet, dass wir kundenspezifische Lösungen machen, dass wir auch sehr stark auf die Nachhaltigkeit schauen. Und so sind wir auch zu diesem Claim dann gekommen am Schluss. Genau. Und das ermöglicht ja dann eben einer Führungskraft, einem Unternehmer so ein Stück weit auch so raus loszulassen, wenn so ein klares so eine DNA entwickelt wurde, so ein inneres Bild entwickelt wurde, wo sich dann eben auch Mitarbeiter mit ihrem Handeln letztendlich orientieren können. Genau. Ja, und auch die Innovation muss ja auch von den Mitarbeitern kommen. Also das kann ja jetzt auch nicht immer von der Leitfigur kommen. Kann vielleicht auch mal irgendeine gute Idee haben. Sicherlich, wenn ein Unternehmen klein ist, gibt es ja immer so die Initialzündung von einem Gründer, der irgendwie eine Produktidee hat oder eine Dienstleistungsidee und die dann einfach umsetzt. Aber das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, je größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger wird es ja, dass eine Person in jedem Zeitalter, man wird ja auch älter,
die richtige Idee noch hat für die Zeit, die dann bevorsteht. Das heißt, das muss ich ja auch so etablieren, dass diese Innovationstätigkeit aus den Mitarbeitern, die da sind, herauskommt und sich da etabliert. Und da gibt es natürlich verschiedene Ideen, da kann man nicht alle umsetzen, sondern wieder sortieren und die bewerten und so weiter. Aber das muss auch ein Bestandteil, also ein etablierter Prozess auch sein, der gelebt wird. Ja. Also ein Teil, im Grunde ein Teil der Unternehmenskultur sein, das sozusagen so ein innovatives Draufschauen. Weil ich meine, wenn ich jetzt das Produkt nur verwalte, was ich vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren entwickelt habe, das kauft mir ja niemand mehr ab, 20 Jahre später. Ja. Okay. Ich habe dich ja, Michael, angerufen und gefragt, ob du mit mir in den Dialog gehen willst. Und das Thema, mit dem ich ja unterwegs bin, heißt ja, Führung braucht Spiritualität. Ja. Jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Was verbindest du mit dem Begriff und was ist dir durch den Kopf gegangen, als ich dich da angefragt habe und vielleicht auch im Vorfeld? Ja gut, also ich persönlich haben mich ja auch in dieser Richtung weiterentwickelt, im Alter sozusagen. Ich meditiere jeden Tag für mich und mache auch Yoga. Und das hat schon auch was mit einem persönlich gemacht, weil man einfach Dinge auch anders vielleicht sieht, wie man sie jetzt vielleicht als junger Mensch mal gesehen hat. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch wichtig ist, dass man auch den, da sind wir wieder bei dem Thema auch Menschen, wie sehe ich andere Menschen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, ist der Mensch eine Ressource oder ist er ein Mensch, mit dem ich mich austauschen kann, und das sind einfach Sachen, die einem da viel bewusster noch werden, ne? Dass man einfach, wir sind alle Menschen und wir ich sage mal, da sind wir wieder auch bei dem Thema Hierarchie und Funktionen. Letzten Endes begegnen wir uns jetzt beide als Menschen, die sich austauschen über irgendetwas. Und also für mich ist es egal, was für Funktionen hier sitzen, und das spielt keine Rolle. Und das hat sich, es fühlt sich für mich jetzt, wie es vielleicht früher normal war, fühlt sich für mich ganz komisch an mittlerweile. Also ich habe auch mittlerweile auch eher Mühe, jemanden zu siezen, weil ja das so eine Distanz schafft. Also das gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen dazu. Ich finde das schon als starke Abgrenzung auch, dass man nicht sich so nahe kommen soll oder nicht so nahe kommt, nur durch diese Sie-Form schon. Ja. Dann komme ich nicht so in den Austausch, wie wenn ich jetzt, das stellen wir auch immer wieder fest, auch wenn man mit neuen Leuten sich begegnet und man das im Prinzip gleich auflöst und sagt, wollen wir nicht einfach uns duzen, dann ist ein ganz anderer Einstieg da, wie wenn man jetzt in dem Sie verharrt, weil dann einfach nicht so viel preisgegeben wird von einem. Und so kann man einfach auch mal Dinge erzählen, die man vielleicht sonst nicht erzählt, weil man ja eine gewisse Distanz geschaffen hat. Ja, vielen Dank für das, was du da gerade sagst. Wenn ich mit dem Thema Führung braucht Spiritualität unterwegs bin, dann ist es ja auch ein Stück weit so, dass ich A, natürlich nicht sage, ich weiß es genau, wie es geht, ja, so, und der B, sage ich nicht, Spiritualität ist das und das ist es nicht, ja. Sondern es ist eher auch so, jetzt wie gemeinsam mit dir zu forschen, um was geht's, was könnte das überhaupt sein, und ich finde das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ihr oder du im Speziellen oder ihr auch hier im Unternehmen, dass es so darum geht, so den Mensch zu sehen, mit dem Mensch in Kontakt zu sein, also sozusagen hinter die Rolle zu schauen, ja. Das mehr sozusagen zum Wesenskern des Menschen, mit dem in Beziehungen in Kontakt zu sein, ein Teil dessen ist, das auch so ein Aspekt von Spiritualität sein kann. Ja, und das ist, und ein anderer natürlich Aspekt ist natürlich auch, dass es
mehr Dinge gibt auf der Erde, als die, die wir messen, testen, Statistiken erstellen können. Da gibt es einfach Dinge, die auch die Naturwissenschaftler jetzt nicht erklären können, aber sie sind einfach da. Und das ist schon auch natürlich Spiritualität, dass man, wenn man diese Erkenntnis bekommt, dann sieht man auch verschiedene Dinge anders. Also kann man sie auch anders sehen, wie wenn ich jetzt nur mich auf dieser ich messe etwas, ich will es erklären, ich will es sehen, ja, aufhalte, da bleib ich eben begrenzt da. Ich meine, wenn ich jetzt den Blick öffne und sage, da gibt es andere Dinge, die, also ich habe auch persönlich Dinge erlebt zu dem Thema Spiritualität, die kann sich jetzt der Naturwissenschaftler nicht erklären, aber sie haben einfach trotzdem stattgefunden. Und ich habe sie am eigenen Leib erfahren, sozusagen, dass das funktioniert. Das heißt, da gab es bei dir so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, ja, damit hast du so einen Eintritt in diese Dimension gefunden, oder ja, es war schon ein längerer, schon längerer Prozess, aber vielleicht schon auch so ein paar Erlebnisse, ganz klar. Ich meine, ich habe auch, also wir haben eine Bekannte, die so eine Herz-zu-Herz-Kommunikation macht, und das ist schon relativ krass, wenn man da mit bestimmten Dingen kommt, was da so zu sehen ist, auch was man selber auch sehen kann, wenn man da in so einer Session ist. Und da gibt es halt auch andere Erlebnisse, die wir gehabt haben, wo wir dann gesagt haben, ja, da, also ja, es ist definitiv so, dass es Dinge gibt, die man nicht so sehen oder erklären kann. Du bist da eingetaucht so ein Stück weit in die Dimension, und wie würdest du sagen, hat es dein Unternehmeralltag, deinen Führungsalltag, deinen Alltag als Mensch verändert? Es hat sicherlich auch nochmal bei dem Thema Führung, bei dem Thema Mensch, wie gehe ich miteinander um, nochmal einen Boost sozusagen gegeben. Letzten Endes denke ich auch, dass es jetzt zum Beispiel in so einer Krise, die wir jetzt gerade erleben, mich immer mal wieder aus dem Loch auch rausholt. Wenn man jetzt den ganzen Tag Zeitung lesen würde oder Fernsehen schaut, dann könnte man ja sehr stark in eine Krise reingehen, in eine persönliche Krise. Und da holt mich dann eben die Spiritualität schon wieder raus, weil ich mir sage, es gibt eine höhere Veränderung, die jetzt einfach durch diese Krise eingeleitet wird. Es hat einen Sinn, dass es jetzt passiert. Man kann vielleicht manche Maßnahmen so nicht nachvollziehen oder würde sie vielleicht auch anders machen und findet sie vielleicht auch blöd. Aber letzten Endes muss man das alles beiseite legen und sagen, dass der höhere Zweck ist, dass wir jetzt eine Zäsur haben, dass wir in eine veränderte Welt neu starten können. Also das ist meine persönliche Überzeugung, weil wenn wir so weitergemacht hätten wie vor der Krise, dann wären wir halt in 40, 50, vielleicht auch erst in 60 Jahren auf die Wand gefahren, und zwar mit dem ICE mit Maximalgeschwindigkeit. Das heißt, wir hätten es, also ich persönlich hätte es nicht mehr erlebt wahrscheinlich, weil ich nicht 110 Jahre alt werde oder 100, aber meine Kinder definitiv schon. Also ist Spiritualität tatsächlich also ein Weg, um so vertieft als Mensch sich zu erleben, erfahren und auch tatsächlich aus diesem Ort des Menschseins natürlich ganz andere, auch vielleicht nachhaltige Lösungen, wie ihr das auch macht,
zu gestalten. Ja, und eben auch sich zu fragen, was ist wesentlich, ja? Ja. Was brauchen wir vielleicht auch nicht? Was? Ich meine, das ist jetzt auch ein Effekt der Krise, der ja ganz krass viele, also fast alle Leute ja auf sich selbst zurückgeworfen haben. Mhm. Weil man ja auch, also in Deutschland war es ja noch etwas humaner, aber in manchen anderen Ländern war man ja regelrecht auch eingesperrt. Mhm. Zu Hause mit sich selbst sozusagen. Mhm. Wenn man allein gelebt hat, war man allein. Mhm. Mhm. Wenn es in der Familie war, war man dann halt mit seiner Familie, aber that's it, das war's. Mhm. Also so mit der Frage nach dem Wesentlichen wird man da konfrontiert. Genau. Und das wäre sozusagen so vielleicht auch das, was Spiritualität auch fragt. Ja? Was ist wirklich wichtig, was ist wesentlich, was ist die Essenz eigentlich meines Wesens und Daseins. Spannend, danke für deinen Einblick an der Stelle. Gibt es noch irgendwas, wo du der Welt da draußen vielleicht mitgeben wollen würdest, wo du sagst, ja, das wäre, wenn du sagst, da könnte ich jetzt nochmal, ich habe jetzt hier so dieses Medium, was glaubst du, was wäre so dein Impuls oder dein Appell vielleicht, was du sagst, das an die Unternehmer da draußen, an die Macher da draußen, an die Führungskräfte da draußen, was brauchst? Also für meine Meinung braucht es tatsächlich schon eine Veränderung, also wie gesagt, wie auch immer, die jetzt vielleicht auch eingeleitet wird durch die Krise, die wir gerade erleben. Aber auch wenn sie jetzt nicht da wäre, bräuchte es dennoch eine Veränderung, weil wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Ressourcen sind endlich und es ist im Prinzip eine relativ simple mathematische Aufgabe, wenn ich endliche Ressourcen habe und ich habe ein System, was auf Wachstum basiert, wo ich jedes Jahr mehr verbrauche, es ist irgendwo relativ logisch, dass das, was da ist, dann auch schneller verbraucht sein wird und irgendwann eben nicht mehr vorhanden sein wird. Das heißt, es braucht eine deutliche Veränderung, dass wir eben vielleicht nicht mehr ein System auf Wachstum bauen, dass wir uns andere Geschäftsmodelle auch überlegen, dass wir auch vielleicht Produkte wieder mehr entwickeln, die einen Wert auch haben, weil teilweise kann man ja gar keine wertigen Artikel mehr kaufen. Das sind Wegwerfartikel, die halten ein Jahr, die halten ein halbes Jahr, dann muss sie wegschmeißen, weil sie so billig sind, repariert sie auch niemand. Das ist auch eine Entwicklung in die falsche Richtung gewesen. Ich glaube, wir müssen uns wieder zurückbesinnen, dass man früher auch mal, ja, dass ein Artikel einen Wert hatte, auch dass ein Lebensmittel einen Wert hatte. Auch das haben wir verloren. Wir kaufen billigstes Fleisch ein und hinterfragen gar nicht, wie kann es überhaupt sein, dass das Fleisch so billig ist. Es ist uns egal. Jetzt kommt in der Krise auch raus, was für Arbeitsbedingungen da dran geknüpft sind, was für Menschen arbeiten, um das überhaupt herstellen zu können, wie die Tiere leben, dass wir dann so ein billiges Fleisch, also jetzt nur als ein Beispiel. Ja. Also ich glaube, da müssen wir uns wieder zurückbesinnen zu mehr werthaltigen Dingen und auch vielleicht Geschäftsmodelle neu erfinden, wiedererfinden, dass ich Produkte herstelle, die ganz lange halten und reparaturfähig sind. Also unser Anspruch an unsere Produkte war schon immer oder ist es auch bis heute, dass das Produkt idealerweise so lange hält, wie die Anwendung, wo es eingebaut ist. Wir wollen eigentlich kein Ersatzteil verkaufen. Das ist nicht Teil unseres Geschäftsmodells. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück, weil das würde automatisch dazu führen, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen. Und da müssen wir uns natürlich auch sehr intensiv mit Recyclingfähigkeit des Produktes auseinandersetzen. Neben der Reparaturfähigkeit, dass wenn es dann wirklich mal am Ende seines Lebens angekommen ist, dass man es auch wieder zurückführen kann und wieder ein neues Produkt ausbauen kann. Das ist mit Sicherheit auch wichtig, um nicht wieder neue Ressourcen brauchen zu müssen, um das neue Produkt herstellen zu können. Mhm. Das sind schon die sehr wesentlichen Dinge, die also wo wir das System eigentlich auch grundlegend verändern müssen, weil das, so sind wir nicht unterwegs heute. Mhm. Super. Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
Ich finde, am Beispiel von Michael Hetzer sieht man, dass sich gutes Unternehmertum und Spiritualität gut verbinden lassen. Also ich finde, du bist auf einem super schönen Weg. Und ich danke dir sehr für das wunderbare Gespräch. Ich bedanke mich bei dir auch. Vielen Dank.